Das ist Thomas. Und Thomas liebt Reisen. Reisen ist wirklich sein Ding. Wenn er 30 Jahre früher geboren wäre und durch Europa reisen wollte, wäre ihm dieses Prozedere nicht erspart geblieben. Ein Glück, dass es heute den Schengen-Raum gibt. Schengen ist eine Kleinstadt in Luxemburg, in der das Abkommen zur Abschaffung von Grenzkontrollen unterzeichnet wurde. Den EU-Bürgern sollte dadurch mehr Freizügigkeit ermöglicht werden. Dank des Schengen-Raums kann Thomas jetzt gewissermaßen nackt reisen. Sie wissen schon, wie es gemeint ist. Thomas kann ohne besondere Formalitäten durch Europa reisen. Theoretisch zumindest. Die Praxis sieht da schon etwas komplizierter aus. Weil es EU-Staaten gibt, die keine oder noch keine Schengen-Staaten sind. Andererseits gibt es Nicht-EU-Staaten, die aber Schengen-Staaten sind. Verwirren wir Thomas nicht zu sehr. Ihm ist vor allem wichtig, sicher reisen zu können. Da die Kontrollen an EU-Innengrenzen wegfielen, kontrollieren die Staaten gemeinsam die EU-Außengrenze. Das Schengener Informationssystem erlaubt den Austausch wichtiger Informationen zwischen Regierungsbehörden. Wird Thomas' Auto zum Beispiel gestohlen, übermittelt das System seine Zulassung an die Polizei anderer europäischer Länder. Schengen-Staaten stellen für nicht-europäische Staatsbürger ein einheitliches Visum aus. Dank des Visums können sie sich im ganzen Schengen-Raum frei bewegen. Das macht auch ihnen das Leben leichter. Der Schengen-Raum zählt zu den größten Errungenschaften der EU. Heute können sich über 400 Millionen Menschen ohne Bürokratie frei in Europa bewegen. Und das kommt Thomas auf seinen Entdeckungsreisen sehr gelegen.